Meine Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem kleinen PSN Freundeslisten Video mal wieder, was natürlich auch ein Teil von meinem Kanal ist. Und heute möchte ich euch mal meine PS3 Freundesliste zeigen, aber nicht ohne Grund, weil es geht mir natürlich auch um ein kleines Thema. Und zwar 250 Abonnenten, genau. Ich habe inzwischen ja schon über 250 Abonnenten und ich bin immer noch sehr sprachlos über diese große Zahl, die ich habe. Und ich möchte einfach herzlich danken, was ich so, ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen kann. Dankeschön. Ich weiß, die anderen YouTuber würden jetzt so richtige Specials machen, aber ich bin da nicht so der Typ davon, von irgendwelchen großartigen Specials oder so, sondern ich bin eher der nicht so gleich, so gleich protzen tut. Viele fragen, möchtest du irgendwann mal Werbung in deine Videos machen oder so Werbung reinblenden? Das kann man natürlich tun und ich habe, dazu schon immer gesagt, dass ich niemals, auch wenn ich 1 Million Abonnenten habe, YouTube-Partner werde oder irgendwelche Werbung in meinen Kanal poste. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht, das werde ich nicht und niemals, niemals. Werbung, das ist Kacke, das nervt. Ich habe das so oft schon erlebt, bei großen YouTubern. Da will ich ein Video angucken auf dem PC, da kommt doch echt die Werbung. Man kann, wenn man YouTube-Partner ist, sein Geld auch anders verdienen. Mit Livestreams. Das ist meine Meinung. Ich verstehe auch nicht, warum andere große YouTuber überall in jedes Kack-Video ihre blöde Werbung reinmachen müssen von irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Autowerbung oder Anti-Babypillen-Werbung. Bisschen übertrieben, gut. Aber man kann sein Geld, ups, da ist mein Handy, klingelt wieder, man kann sein Geld auch durch Livestreams verdienen. Commander Krieger zum Beispiel verdient über 3000 Euro durch Livestreams, zum Beispiel jetzt bei seinem Netzwerk, was er ist, und damit kann man auf jeden Fall prima leben. Natürlich, man bekommt Geld, das ist auf jeden Fall gut und man kann sich Sachen leisten, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist meine Meinung. Meine Meinung, ich spreche jetzt hier nicht für alle. Das ist ganz klar. Ich will hier auch keinen fertig machen. Ich spreche für meine persönliche Meinung. Wenn ich ein großer YouTuber mal werden sollte, dann werde ich das nicht machen, weil ich möchte, dass, wenn die Zuschauer das sehen, gleich auf mein Video kommen, zack, schwuppdiwupp, drauf sind und nicht gleich eine 5-sekundige Werbung sehen und dann auf überspringen müssen. Nein, danke. So. Also Leute, ich sage ciao. Bis dann und natürlich haut rein. Gut. Haut rein. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und fürs Zuhören. Danke.